Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die die Chefs im Kindergarten waren. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo und guten Tag aus den Studios von Radio Rheinwelle in Wiesbaden. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Schoki Banoki. Und Schoki Banoki heute wieder an diesem wunderschönen Montagabend im Studio bin ich nicht. Nein, nicht nur der Christian, sondern auch mein kongenialer Partner, der Sascha. Hallo Sascha. Hallo Christian. Gute. Ja, wir haben heute auch einen Gast im Studio. Das ist der Tobi, der Bassist. Gute Tobi. Tobi, der Bassist. Ja, der Bassist ist auch mal wieder hier. Ja. Tobi, der Bassist von The Morning Pines. Morning Pines. Am Anfang habe ich mir gedacht, die heißen Morning Pines. Du weißt doch noch, was Morning Pine auch umgangssprachlich heißt, weißt du auch noch? Morgenlatte. Richtig, ja, so ein Scheiß merkst du. Also wenn ihr euch was merkt, dann wieder das. Dann das, ja. Ich mache mal hier die Hintergrundmusik, die stören ein bisschen leiser. Mach doch lauter, komm. Also ich finde ja echt eigentlich gut gelungen, aber da, das Musikalische, da habt ihr wahrscheinlich wenig mit zu tun gehabt, oder? Nee, da haben wir gar nichts zu tun. Also ganz ehrlich, das war unser Dirk Harding, der hat sich darum gekümmert. Ich habe nur gesagt, ich will eine Musik haben, die soll sich so anhören wie Straße von San Francisco und den Rest machst du. Ja, hat er gut hingekriegt. Gut, ich kenne die Straße aus San Francisco nicht, aber die Musik ist gut. Nicht aus San Francisco, von San Francisco. kennst du nicht die Melodie von Straße von San Francisco? Das war vor meiner Zeit, ich bin ein paar Jahre weniger. Ja, ich bin auch nicht von 1922, aber die Musik kann man doch, ich denke, du bist Musikant. Ich bin Bassist, ja. Ah ja, hat damit nichts zu tun. Das heißt, du weißt, die Bassisten in den Bands, das sind die wie die Linksaußen und die Torhüter. Da habe ich ja genau zu euch zwei. Ach komm. Ja, so. Ich bin kein Linksaußen. Nee, aber Torhüter. was machen wir heute? Musik. Der Tobias, oder der Tobi, der Bassist, hat uns auch Musik mitgebracht. Echt? Wollen wir nochmal ranhören? Tobi, das ist jetzt das erste Lied. Möchtest du irgendwas zu sagen? Ja, wir sind ja, wenn wir Musik machen, sind wir auch viel auf der Straße unterwegs. Ne? Du sitzt ja immer viel im Auto, der Schlagzeuger fährt immer. Grüße an Max, vielleicht noch dazu. Ja, und dann hast du halt so das ein oder andere Lied, was du immer hörst, und das ist unter anderem mit dabei. Okay. Ja, hier, dann hören wir es mal rein. Udo Lindenberg und Jan Delay. Ja, kongeniales Duo. Ist ja auch eine Band, so wie ihr zwei, ne? Eine Band aus der Ecke, ne? Ja. Ja. Der Udo und der Jan, wir sind halt schon früher in die Häuser gezogen. Ja, ja, der Udo, der Klaus Kinski und Otto und du. Du Arschloch! Nein, jetzt hören wir erstmal Musik. Ja. Bis gleich. Hau rein. Tschö. Wir sind zurück bei Schoki Banoki aus den Studios von Radio Rheinwelle. Hallo Christian. Oh, hallo Jan Delay. Jan Delay, gerade hier. Hört sich auch so ein bisschen an wie Wump und Wendeli, kennst du? Ja gut, hier fehlt noch so ein bisschen der nordische Akzent, ne? Kennst du Wump und Wendeli? Nein. Oh, ist zu alt, zu jung, der Junge. Der Tobi ist zu jung, ja. Ja, oder ich bin zu alt. Tobi, der Bassist, du bist zu alt. Ja. Tobi, der Bassist, kennst zu du noch den großen Preis? Ich kenne den großen Preis und Wim Tölke. Ja, Stichtag für den großen Preis, Samstag in 8 Tagen. Kennst du nicht? Nee, ne? Ach, komm, Preis ist heiß, aber... Der Preis ist heiß, das war ja mit Harry Weinfurt. Wim Tölke hat hier da in Engenhahn hat er gewohnt, da in der Nähe, wo du lebst. Ja, wenn du das sagst. Dann ja. In Engenhahn hat er... Ich weiß es, Wildpark. Epitus, der Allbox-Promoter. Epitus. Epi ja. Und Wilhelm. Wim und Abby. Genau. Da. Wen ihr alles kennt. Ja. Epitus. Hat er Wim Tölke hat immer gesagt, Abby, komm mal rüber. Stichtag. Ja, weiß ich schon. Ja. Nächsten Samstag. Bam. Ja, mit Stichtag hat natürlich was anderes. Ja. So waren die drauf. Ja. Und ich durfte die Kamera halten. So. Ja, wir wollten aber eigentlich ein ganz ernstes Thema anschneiden. Die Morning Pines. Die Morning Pines. Nein, die Morning Pines sind ja auch eine Band aus der Gegend. Ja, richtig. Und der Tobi. Ich darf mal gerade hier die Produkte bewerben. Und der Tobi. So, ich halte mal stellvertretend das so. Und der Tobi. Ja, der Tobi ist ja ausgesprochener, wie sagt man, selbsternannter Experte der Bands aus der Gegend. Naja, das nicht, aber man lernt natürlich der ein oder andere Band kennen, wenn man hier so ein bisschen unterwegs ist. Ne? Ja. Okay. Aber was sind denn so Bands, die du empfehlen kannst, die aus der Gegend sind? Frau Ruth. Frau Ruth. Frau Ruth. Ist ja aber eine Männerkombo. Ja, deutschsprachiger Indie-Band.
Pop-Rock aus Offenbach. Frau Ruth. Sehr, sehr hörenswert. Okay, okay. Ich wäre jetzt am Kommen, auch Freunde von uns, The Rivers aus Darmstadt. The Rivers? Ja. Okay. Oder, also we are Rivers. Die Flüsse, ja, oder ja, was? Ja. Schwer angesagt momentan, auch richtig coole Band. Also es gibt viele, also wenn man sich hier mal damit beschäftigt, in der Region haben wir ja viele, viele tolle Bands, was immer ein bisschen schade ist. Ja, dass die Plattformen halt immer weniger werden. Ne, für, was heißt Plattformen weniger? Na gut, ich meine jetzt das Spritzenhaus als alte, ja, angesagte Location in Frankfurt, wo schon einige Künstler gespielt haben, macht jetzt dicht in Sachsenhausen. Und auch ansonsten ist es halt jetzt immer schwerer eigentlich, dass man sagt, okay, ja, wir finden Auftritte. Wo können wir auftreten? Ja. Genau, und das ist halt eher so, dass, sagen wir mal, so Plattformen eher abnehmen. Es gibt halt noch so, sagen wir mal, Festivals, wie im Sommer jetzt, wo wir waren zum Beispiel beim Sommerschein-Festival in Hofheim. Das sind alles Ehrenamtliche, die so Sachen organisieren. Und da gibt es natürlich auch zig andere Veranstaltungen. Aber auch denen wird das Leben mitunter nicht unbedingt immer einfach gemacht durch Auflagen oder ähnliches. Von daher wird es halt als lokale Band immer weniger oder schwerer, immer was zu finden. Aber wenn man sich mit beschäftigt, haben wir doch noch eine recht große Szene eigentlich, auch gerade in Frankfurt. Wäre schon ganz schön, wenn die Plattformen ein bisschen was vom Christian hätten, ne? Weil die Plattformen nehmen ab und Christian eigentlich nicht. Na ja, gut, der Christian wäre eine Location. Der ist so flach. Der war sehr flach, ja. Der ist so flach, ja. Wow! Oh, Lisa, guck mal, Lisa. Ich such gerade, aber so tief. Nee, lass die Füße stehen, der kommt auch so durch. Ja. Oh Mann. Ich habe aber lange gewartet, bis ich den raushauen. Ja, hast dich wochenlang jetzt drauf vorbereitet. Aber ehrlich, ja, Alter. Irgendwie muss ich den Christian. Wie sage ich das? Wie sage ich das? Irgendwas mit dem Christian mit abnehmen. Irgendwas. Egal. Ja, wieder zu zum Thema, bitte. Ja. 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 Von also, uns aus gerne. Hör auf, ihr abzuschweigen. Ja. Das heißt also, ihr als Morning Pines habt auch Probleme sozusagen irgendwie an Gigs zu kommen. Oder habt ihr keine Probleme, sondern so grundsätzlich ist es irgendwie so ein Ding. Ich glaube, es ist ein grundsätzliches Problem, dass auch viele einfach gar nicht mehr Lust haben, auf Konzerte zu gehen oder auch Geld zu zahlen für Konzerte. Also die Leute an sich. Genau, das ist ja einfach, glaube ich, auch so ein Ding, dass das irgendwie rückläufig ist. Ich meine, wenn ich mir Konzertpreise angucke, von angesagten Bands. Ohne Scheiß. 150 Euro oder was. Ohne aber, Scheiß. Ja, und dann sind die Leute aber teilweise halt nicht unbedingt immer bereit. Es gibt die Leute auch noch, die dazu bereit sind, abends 8 Euro an der Abendkasse zu zahlen. Ja, aber das ist, ich sag so, ich glaube, da ist einfach so auch so ein bisschen der Konflikt, dass die Leute sagen, oder nicht mehr bereit sind, einfach zu sagen, ich unterstütze auch lokale Musikszenen. Und es gibt viele gute Künstler, meiner Meinung nach, gerade auch lokale, die mindestens genauso gut sind wie die, wo du 150 Euro für zahlst. Ja, ja, die qualitativ gute Musik machen, aber nicht ganz so bekannt sind. Ja. Ja. Das sind zum Beispiel die Morning Pines. Ja. Oder Frau Ruth. Oder The Rivers. Ja. We are Rivers. Oder Frank Albersmann. Frank Albersmann. Der Frank Albersmann war hier auch schon zu Gast. Schon bei uns hier zu Gast. Der Brüllbade. Brüllpinguin. Dann können wir vielleicht auch gerade mal, ich halte es mal hier in die Kamera, ja? Hast du was dabei von mir? Natürlich habe ich was dabei. Aha, das ist Frank Albersmanns die CD. Ja, nimm alle Kameras oder was? Alle? Nimm doch einfach mal. Komm ich auch hier an die noch? Hat geklappt. Das ist eine Schneiderarbeit. Wollen wir von dem mal was hören? Ja, mach mal Frank Albersmann rein. Komm, wir machen was rein. Von dem Brüllbaden. Von dem Brüllmensch. Darf ich mir so einen wünschen, ist der, wenn er da drauf ist? Sag ihn mir, wie das du dir wünschst. Also das ist die beste Version, die ich je gehört habe von Fuchs, du hast die ganz gestohlen, aber die spielt er immer live, ich weiß nicht, ob die hier drauf ist. Nee, die war hier nicht drauf. Es war hier drauf wieder und wieder, der Tobi. Sommer ist vorbei, denk doch mal Benzin. Ja, dann hören wir doch, der Sommer ist vorbei, das passt doch zum Thema. Der Sommer ist vorbei, Tobi, nichts lieber als das. Also dann hören wir von Frank Albersmann, der Sommer ist vorbei. Respekt und Anerkennung, Tobi. Du hast Musikgeschmack. Du hast wirklich Musikgeschmack. Aber so richtig. So ich danke richtig. Dir. Ich danke dir.
Ja, das war der Frank Albersmann. Alter Falter. Frank Albersmann, jetzt gerade hier live zu hören. Albers Frankmann, nein, es ist Frank Albersmann. Über den Äther, aber natürlich nicht auf unserem YouTube-Kanal, ist ja klar, können wir nicht einfach so spielen, muss man recherchieren. Ja, ist klar. Ja. Der Tobi. Denkst du dir die Sprüche eigentlich immer im Vorfeld aus? Lernst du die auswendig? Ach, der hat ein ganzes Buch daheim. Was sind die Sprüche? Ja, hier mit deinem Recherchieren gerade und so, das war ja... Recherchieren, das Wort ist jetzt zu hoch für dich, oder ja. was? Alter, der ist Bassist. Der ist Bassist. Der ist durch und durch Bassist. Also, es ist ja so, im Fußball gehen ja die Doofen ins Tor. Mhm. Ja, und beim Bands spielen die Doofen halt Bassgitarre. Ja, was spielst du? Ich spiele ja gar nichts, noch nicht mal das. Und was für eine Position? Alter, ich rede doch von mir und von dir. Ja. Deswegen versteht ihr zwar euch auch so gut. Nee, deswegen nicht. Ja. Achso, weil ihr beide einen an der Lage. Okay. Alter, also Tobi, the Bassist of the Morning Pines. Of the Morning Pines. Ja. Ja. Genau. Hier bei uns im Studio. Und er wollte uns erzählen, wann demnächst mal ein Gig von denen ist. Der Autalrock hast du erwähnt. Ja, das ist ja auch so ein Ding mit der lokalen Musikszene halt. Ne? Mhm. Wir haben uns halt auch gedacht, wie gesagt, wenig Plattform und wir nehmen das mal ein bisschen selber in die Hand. Und bei uns in der Region ist ja eh wenig. Mhm. Sag mal, Christian kann das ja bestätigen. Ich glaube, wir haben ja... In Niedernhausen war es früher mehr. Ja, da wo der Christian ist, ziehen alle weg. Ja, richtig, genau. Ja, aber früher gab es noch viele Konzerte in der Autalhalle, im I4, davor im W2. Kennst du das alles noch? I4 im W2? Ja. Ist das Schiffe versenkt oder was? Kennst du nicht mehr? Jugendclub W2, legendär in Niedernhausen. Das war das Ding an der Kreuzung, was irgendwann abgerissen hat. Ne? Ja, genau. Und dann ist man umgezogen ins I4. Warum hieß es W2? Wiesbadener Straße 2. Umgezogen ins I4, Itzsteiner Straße 4. Ganz einfach. Ja, da kann ich mich noch erinnern, da war ich noch sehr klein und da saßen immer so... lauter komische Gestalten vor dem Haus, was dann irgendwann abgerissen wurde an der Kreuzung. Ja, immer so ganz dicke. Ja. Ich habe immer als Kind damals in der ersten Klasse... Du blutest also schon in der Nase. Echt? Noch nicht. Ich weiß nicht, ich habe nur einen großen Bogen damals drum gemacht. Nee, aber bei uns ist es so, und genau wegen den Gründen haben wir gesagt, komm, wir nehmen das mal bei uns in die Hand. Langfristig unser Ziel ist es vielleicht auch mal zu sagen, dass wir das Ding auch irgendwie draußen veranstalten können, aber da brauchst du natürlich ja auch genug Helfer oder Leute, die dir helfen. Gutes Wetter, weil ansonsten geht es sehr stark ins Geld. Oder du machst so ein, wie heißt es da? Wie heißt dieses Konzert, das legendäre? Wie heißt denn das? Rock am Ring? Nein! Das legendärere! Woodstock. Woodstock, ja. Genau! Das war mir wieder klar. Das machst du Woodstock im Autal? Ja, genau. Gibt es eigentlich noch hier in Wiesbaden Folklorengarten? Mit Schlamm. Boah, das ist eine gute Frage, aber ich glaube nicht mehr. Die mussten das doch verlegen. Oder es stand mal im Raum, dass es das nicht mehr gibt. Oder ich glaube, es gibt es zumindest nicht mehr in der Ursprungsform. Okay. Ja, ja, und wie gesagt, und das sind alles so Gründe, warum wir halt gesagt haben, okay, wir nehmen das selber in die Hand und haben jetzt ja einen starken Partner sozusagen, dank Björn im Pub. Ja? Der Björn. Björn. Vom Kings, vom, also der Kings Björn. Chrome. Der rennt 400 km/h. Genau, ja, der Björn. Kann aber nichts am Ball. Ja, wo wir aber Fußball sehen. Nur mal so nebenbei. Nee, und er hat uns unterstützt uns halt und ja, seitdem gucken wir halt immer, dass wir abwechselnd lokale Bands eben auf die Bühne kriegen. Gut, wir spielen meistens auch. Immer nett auch für uns. Ist ja auch richtig. Heimspielen. Ich meine, ihr seid ja auch die Local Heroes. Ja, und wir sitzen da, schmieren die Brötchen selber, fangen da morgens um 10 an aufzubauen und die Leute nehmen es gut an. Und dieses Jahr auch wieder am 19.01. 19. Januar im Pub in Niedernhausen. Genau. Und was wir vorhin hatten, Frau Ruth ist dabei, Rivers sind dabei. Okay. Und vielleicht auch wieder der Frank. Ja? Oh, den wir eben gehört haben. Frank, also. Sommer ist vorbei. Das Geile ist ja, gerade die Brötchen, die schmecken gerade scheiße, ne? Also, yeah. Ja. Ich habe letztes Jahr drei... Lieber High Sex. Yeah. Dann lieber drei Jahre nichts zu Weihnachten. Ja, dann lieber drei Jahre nichts zu Weihnachten. Gefühlte 3 Stunden Brötchen geschmiert. Also, und dann schmecken die auch noch so... Ja. Echt, gut, lag vielleicht daran, dass ich mir 2 Mal in den Finger geschnitten habe. Ja. So nee, einfach, wenn du das nächste Mal von der Toilette kommst, mal die Hände waschen, dann ist der Geschmack an den Brötchen auch... Also wegen der Brötchen muss man nicht kommen, aber wegen den Morning Pines. Wegen Morning Pines und den anderen Bands. Genau, und der Musik allgemein. Danach gibt es dann auch immer noch ein bisschen... tanzbare Musik, wobei auch die Musik der Bands tanzbar mit ist. Mit einem DJ. Nee, das Problem ist ja, dass ein nach DJ. Den Konzerten, die ihr da gibt, alle schon so besoffen sind, da kann keiner mehr tanzen. Hat man früher in eurem Alter eigentlich auch noch Disc-Jockey gesagt? Disc-Jockey? Und ich gehe in die Disco. In Disco. Es gibt wenige Gäste, die mir richtig auf den Sack gehen. Aber der Typ hier, früher in eurem Alter. Nee, bei mir hat man schon Club gesagt, ja. Ja? Aber beim Sascha war es noch Disco. Ich habe Schallplattenunterhalter gesagt.
Ein Plattenleger, was? Ja. Ein Plattenleger. Ja. So. Ja. Ja. Das wurde dann zum Fliesenleger, dann wurde, ja. kam leider dann irgendwie... Plattenleger und dann kam die... Oh, ich hätte einen Flachwitz. Flachwitz. Oh ja, komm, hau rein. Nee, ich mag's überhaupt nicht. Ja, hau rein. Ich habe einen DJ angerufen, er hat aufgelegt. Oh, da kenn ich auch einen. Ich habe bei Spider-Man angerufen, aber der hatte kein Netz. Ich habe am Flughafen angerufen, aber keiner hat abgehoben. Ich habe bei Weight Watchers angerufen, da hat aber keiner abgenommen. Ja. Mir fällt keiner ein. Wieso fällt mir keiner ein? Ja, leider verloren. Was ist weiß und fliegt über die Wiese? Biene Mayo. Ja. Ja, gut, okay, und der Klassiker, was macht ein Clown im Büro? Hm? Ein Clown im Büro? Ja. Faxen. Sascha, ja. Super. Ja, ja, so kamen wir von der Wie kam man da jetzt drauf? Nee, ja, genau. Also von... Also Discjockey, euer Alter. Discjockey, genau, ja. Ja. Da hat man ich würde sagen, nach der Musik sprechen wir mal über die Nachwuchsszene. Also so, es gibt ja diese Szene, wo dann halt so Wettbewerbe stattfinden. Ja, Talentwettbewerbe, haben wir auch Erfahrung gemacht. Talentwettbewerbe, ja. Die Erfahrung... Nächstes Thema. Talentwettbewerbe. So, jetzt was hören wir jetzt? Lied Nummer 5 von deiner CD. Oh, ich glaube Heiß Kalt, oder? Nee, Hammox. Ach, Hammox. Lokale Band früher, die gibt's nicht mehr. Okay. Aus Hofheim. Ja, gab's ein schönes Lied von denen. Wie es heißt, weiß ich nicht. Es gab's mal irgendwann zum Free-Download für Fans. Mach doch einfach! Und los geht's. Abfahrt. Das dauert so lange. Wir sind wieder zurück bei Radio Rheinwelle hier mit Schoki Banoki, Late Night. Schoki Banoki. Ja, Tobi Kämmerer würde ich schon fast sagen. Wie heißt er nochmal? Tobi Schmidt ist da. Tobi Kämmerer ist der andere, weißt du, der Moderationskollege. Das ist das erste Mal, dass du mich beim Namen nennst und nicht sagst, der Bassist. Die Flachpfeife Bassist ist da, ne, von Tobi, von The Morning Pines. Und der Christian ist auch da und ich bin der Sashi. Gott, oder? So, haben wir das jetzt erledigt? Alles klar. So. Ja, wir haben über Wettbewerbe erzählt, also Nachwuchs. Ja? Ja. Hast du Erfahrung gemacht, hast du gesagt? Ja, erzähl's doch einfach mal! Muss man dir alles aus der Nase ziehen? Ja, nett für junge Bands. Es gibt welche, wo man nicht drauflegt. Und es gibt auch welche, wo man drauflegt. Und finanziell? Echt? Und wir haben da auch so unsere Erfahrung. Wir haben da auch so unsere Erfahrung gemacht. Das ist Groupie, da musst du einen drauflegen. Ja, aber bei dem Groupie musst du keinen drauflegen. Ja, nee, also rein finanziell gesprochen und wir nennen jetzt aber keine Namen mehr. Okay. Also wir würden es nicht mehr machen. Aber Moment mal, du musst bezahlen, um da mitzumachen oder alkoholtechnisch drauflegen? Ja, du bezahlst, um da mitzumachen. Echt? Und dann musst du Karten verkaufen, wenn du gute Slots haben willst und so weiter und so fort. Also man kann, ist von den Locations sicherlich gut. Für unbekannte Bands, um sich auch mal ein bisschen aufmerksam zu machen in der Region. Letztlich muss man halt überlegen, ob man das möchte oder nicht. Und für uns war es eine Erfahrung. Wir haben danach für uns gesagt, dass wir es nicht mehr möchten. Das heißt, es gibt gute und schlechte. Was sind die guten? Gute kannst du nennen. Nee, ich möchte, also Namen so oder so nicht. Das ist halt. Nee, ja, das ist... Ist das nicht wieder aus der Nase ziehen? Nee, das macht man. Oh, nee, das kriegen wir mal hin. Außerdem wurde mir mal hier gesagt, man darf hier keine Werbung machen. Wir machen ja keine Werbung, wir reden über die Sache. Wir reden über die Sache. Das ist redaktionell. Wir haben ja hier auch einen Bildungsauftrag und wir sind journalistisch unterwegs. Ja, jeder soll da seine eigenen Erfahrungen machen. Ich habe schon mal ein Buch über Journalismus gelesen. Ich bin Journalist. Ja, er kann auch Journalismus buchstabieren. Vorwärts und rückwärts. Nein, nur vorwärts. Rückwärts würde ich jetzt gerne hören. Hört ihr auch. Ja, okay, ja, verstanden. Das heißt also, man sollte schon sich Gedanken machen, möchte man finanziell da irgendwie mit einsteigen und dann bringt es zwar was von der Lokalität, aber es ist wirklich irgendwie, es bringt dich ins Minus. Es kann dich definitiv ins Minus bringen, wenn du nicht die Karten verkaufst, die du verkaufen sollst. Also du brauchst schon vorher eine große Fanbase eigentlich. Ja genau, und du spielst natürlich dann mehrere Shows auch, um nachher irgendwo ein Finale zu kommen oder dann auch ein großes Finale zu kommen. Ja, und das ist natürlich ja nicht irgendwie einmal im Jahr eine Show, sondern die folgen dann auch teilweise nach kürzester Zeit aufeinander. Und dann musst du dir halt überlegen, schaffe ich es, die Leute zu mobilisieren in der kurzen Zeit? Komme ich den Leuten vielleicht vom Preis entgegen? Und wenn du dann natürlich dann versuchst, deine Leute zu mobilisieren und das machst, kann es ein Drauflegegeschäft sein. Oder wie viel Karten kriegst du da so als Band? Ja, das ist dir natürlich überlassen, wie viel du verkaufst. Und wenn du am meisten verkaufst, dann bist du auch quasi Headliner an dem Abend. Dann hast du die besten Spielslots. Ja. Ah, okay. Ja, also wie gesagt, ist ein Schiss. Also wir haben letztlich auch
obwohl wir draufgelegt haben, eine geile Zeit dort gehabt. Wir haben coole Locations gespielt, wir haben andere Bands kennengelernt. Also es ist nicht alles negativ, aber man muss sich überlegen, zu was möchte man oder ob ist man bereit. Ob man bei diesem System mitmachen möchte. Und es gibt aber auch viele, zum Beispiel, wir haben damals gespielt, den kann ich nennen, Next Local Hero. Das war ohne Anmeldegebühr, sondern das war ein lokaler Contest. Mhm. Veranstaltet damals vom Jazzkeller in Hofheim. Ja, oder auch den, ich glaube, da auch das Sommerschein zum Teil mitgewirkt. So, da haben lokale Bands wirklich aus der Kante gespielt. Vorentscheids, Finale, cool, war draußen. Und da hast du kein Drauflegegeschäft gehabt. Oder vielleicht ist kein Drauflegegeschäft, aber du gehst nicht ins Risiko. Mhm. Ne? Mhm. Risiko ist vielleicht das richtige Wort, aber das kannst du dir immer überlegen, möchte ich das nicht. Und das ist nachher letztlich jedem selber überlassen. Wir haben auch eine coole Erfahrung gemacht. Wir haben es damals ins Finale geschafft, haben aber gesagt, okay, wir würden jetzt vielleicht nicht nochmal den Weg gehen, aber es war auch nicht alles schlecht. Wie läuft sowas ab eigentlich, so ein Wettbewerb? Ist das so, dass du, wie bei hier im Fernsehen, dass da einer sitzt und sagt, ja, ihr seid hammermäßig? Oder ist dann irgendwie, Publikum entscheidet? Achso, was ich auch nochmal sagen will, also das... Der geht so richtig auf meine Fragen. Ja, warte. Aber was ich aber auch nochmal sagen muss, also das Drauflegegeschäft haben wir halt damals gehabt, weil wir natürlich versucht haben, auch gute Zeiten abzugrasen, ne, weil wir natürlich auch das Ding eigentlich gewinnen wollten. Sind sozusagen dann, oder wir hätten auch die Karten zurückgeben können, das heißt, wir hätten nicht, also du musst kein Mindestkontingent abnehmen. Okay. Ja, also das ist doch nur mal um das klarzustellen, das heißt, es ist nicht unbedingt ein Drauflegegeschäft, aber wenn du weit kommen willst, musst du halt überlegen, kommst du deinen Leuten auch entgegen von den Preisen, dass die wieder hinkommen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es für uns auch selber ein bisschen zum Drauflegegeschäft werden lassen. Ja, okay. Ja, weil wir eigentlich auch weit kommen wollten. Wir hätten auch natürlich alle Karten zurückgehen lassen können, hätten keine verkauft. Da fällt mir spontan eine Frage ein. Wie ist denn das bei der Jury? Sitzt da einer, der dann sagt dir so, hammermäßig, oder entscheidet das Publikum? Na gut, wir haben ja schon viele Wettbewerbe auch irgendwie gespielt und mitgenommen. Ja. So, und dann ist es teilweise so, dass es nach Handzeichen geht, manchmal geht es nach Stimmzetteln, manchmal geht es nach Jury. Also das ist immer ganz unterschiedlich. Und nach Groupies? Leider nicht. Weil ihr dann gewonnen hättet? Wahrscheinlich. Dann hätten die das Ding gewonnen. Jawohl, ey, so ein Teil haben wir in dem Schlagzeug sitzen. Also Sticks, ne? Ja. Auch. Ja. Mit Sticks. Ja, mit Sticks. Mix Sticks. Ja. Härter, oder was? Ja. Ja, ist egal. Okay. Kannst du gar nicht verstehen. Du bist Bassist. Wann? Also vor dem 19. Januar habt ihr noch einen Auftritt oder habt ihr jetzt schon Winterpause? Nee, sozusagen, wir sind jetzt im Winterschlaf. Also, okay. Hat so ein paar Gründe momentan bei uns, warum wir gesagt haben, dass wir jetzt erstmal einen Schritt zurücktreten müssen. Wollen aber jetzt in 2019 wieder richtig durchstarten. Mhm. Also, wir haben auch jetzt in 2018 relativ wenig gespielt. Wir haben Anfang 2018 auch nochmal eine neue Single aufgenommen, wo ein Musikvideo geplant ist. Mhm. Das hat sich jetzt eben alles aus diversen Gründen ein bisschen verschoben, auch für 2019 geplant. Und dann wollen wir auch wieder das ein oder andere Konzert mehr spielen als 2018. Wir spielen jetzt mal ein Lied von Morning Pines. Ja. Zum Abschluss mal was von den Morning Pines rausgehauen, okay? Dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied? Dein Lieblingslied. Nee, muss nicht sein, aber... Der alte Klassiker. Ich hab's aber schon vorbereitet. Soll ich raten? extra vorbereitet. Soll ich raten? Frankfurt? Richtig. War richtig schwer, oder? Ja. Saschas Lieblingslied... Frankfurt ja. Von. An der Stelle sagen wir aber erstmal. Genau. Cheerio, Miss Sophie. Schön, Tobi, dass du da warst. Gute, alles bis cool. Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.